Die größte deutsche Fluggesellschaft Lufthansa bietet mit ihrer First Class ein erwachsenes und ausgereiftes Produkt, das kann man wohl so sagen. Ein Produkt, das sich durchaus mit Konkurrenzprodukten anderer großer Fluggesellschaften auf der ganzen Welt messen kann. Aber in Frankfurt, an der Heimatbasis der Fluggesellschaft, da kommt noch ein bisschen was obendrauf. Denn da bietet Lufthansa nicht nur die in Anführungszeichen üblichen First Class Lounges, wenn man das mal so sagen kann, sondern dort gibt es ein gesamtes First Class Terminal mit einigen zusätzlichen Annehmlichkeiten, beispielsweise einem Chauffeurservice vom Terminal zum Flugzeug, direkt vor die Tür. Mittlerweile ist das dort ein echter Klassiker, aber auch dort gibt es hin und wieder mal Veränderungen und die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir auch direkt mal rüber zur Konkurrenz und gucken uns mal an, was die in dieser Hinsicht so zu bieten haben. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal einen guten Start in die neue Woche. Also, das Lufthansa First Class Terminal am Frankfurter Flughafen, das ist schon wirklich etwas Besonderes. In Vorbereitung auf dieses Video hier habe ich mir gestern Abend nochmal einen Beitrag von Global Traveler TV angeschaut. Und zwar ein First Class Flug von Frankfurt aus nach Sao Paulo in der 747-8. Und da hat man schon mal einen ganz guten und sehr interessanten Einblick bekommen in dieses Lufthansa First Class Terminal. Und das, was die Lufthansa ihren First Class Gästen dort am Heimatflughafen der Airline bieten kann, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Was mittlerweile oder auch schon seit einigen Jahren bei zahlreichen großen Fluggesellschaften mit einer First Class absoluter Standard ist und was auch sicherlich von einem First Class Passagier als absoluter Standard vorausgesetzt wird, ist ein entzerrter, eigener und dadurch sehr entspannter Check-in. Das natürlich alles an einem separaten Schalter, an dem glücklicherweise keine Warteschlange zu finden ist. Im Idealfall wird man dann noch durchgehend begleitet von einem gut geschulten, freundlichen Mitarbeiter und so schwebt man quasi in höchst angenehmem Ambiente durch Check-in und Sicherheitskontrolle und wartet dann bei wirklich gutem Essen und gutem Trinken auf seinen Flug. Keine Frage, versteh mich da bitte nicht falsch, das können bis zu dem Zeitpunkt zumindest in einem gewissen Maße sicherlich auch sehr, sehr gute First-Class-Lounges überall auf der Welt an bestimmten Großflughäfen bieten. Das bekommen die schon hin bis zu dem Zeitpunkt. Aber die Tatsache, dass man hier wirklich ein separates Terminal hat, also damit die First-Class-Gäste und die Abfertigung dieser Gäste quasi vom eigentlichen Flughafen wirklich abschottet, das ist etwas Besonderes und das macht die ganze Sache auch zu etwas wirklich Besonderem und das ist auch in der First Class kein Standard. Ebenfalls besonders war bei Lufthansa dann schon immer die Art und Weise, wie ein entsprechender First Class Gast von diesem speziellen First Class Terminal zu seinem entsprechenden Flugzeug gebracht wird. Dafür stehen neben bzw. unter diesem First Class Terminal zahlreiche hochwertige Autos bereit, die den Gast dann per Chauffeurservice zu seinem Flugzeug bringen. Und das ist aus dem Grund besonders, weil das ja letztendlich wirklich dafür sorgt, dass ein First Class Gast in Frankfurt, ein First Class Gast der Lufthansa, ja wirklich gar nicht mit dem in Anführungszeichen üblichen Weg eines Fluggastes durch den Flughafen zu seinem Flugzeug in Berührung kommen muss. Und das ist für manchen sicherlich genau das richtige Maß an Exklusivität. Und da lässt man sich selbstverständlich bei der Lufthansa nicht lumpen. Das heißt, die Autos, mit denen da gefahren wird, die kommen entweder aus dem Hause Porsche oder aus dem Hause Mercedes. Das sind dann Kleintransporter, also V-Klassen von Mercedes. Oder aber, man könnte fast meinen, wie es sich für eine deutsche Airline gehört, S-Klassen. Gerade in einer Welt, in der man auch hier nochmal etwas weiter in Richtung Perfektion strebt als an anderen Stellen, da darf es auch hier selbstverständlich an nichts fehlen und ich denke mal, da ist man mit einer S-Klasse ganz gut bedient. Deswegen gibt es das Fahrzeug oder dieses Fahrzeugmodell auch schon seit einigen Jahren bei der Lufthansa. Die haben da schon viele Fahrzeuggenerationen mitgemacht. Die S-Klasse war mal Silber, heute ist sie bei Lufthansa schwarz und sie ist auch in der neuesten Hybridversion bei der Fluggesellschaft verfügbar. Und mal ganz im Ernst, das hat, glaube ich, auch schon wirklich was. Eine, je nachdem, wo das Flugzeug steht, mehr oder weniger große Flughafenrundfahrt in einer S-Klasse mit einem Chauffeur, am besten auch noch bei bestem Wetter, beim Sonnenuntergang, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das lässt niemanden so richtig kalt, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ganz egal, ob man sich für Flugzeuge interessiert oder die First Class wirklich nur Mittel zum Zweck ist, das hat die Lufthansa schon stilvoll gelöst. Jetzt kommt allerdings der Wendepunkt in der Geschichte. Bei Lufthansa kommt die S-Klasse jetzt weg. Und auch die V-Klasse wird die Fahrzeugflotte der Fluggesellschaft am First Class Terminal verlassen. Ja, bei Lufthansa wird von jetzt an nicht mehr Mercedes gefahren. Stattdessen wird man auf Porsche bzw. auf die Volkswagen-Gruppe umstellen. Das heißt, es werden zusätzliche Porsche Cayenne und Porsche Panamera besorgt bzw. als V-Klasse-Ersatz von Mercedes kommt dann jetzt der VW T6, also der VW-Bus. Das berichtet zumindest die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und dafür, dass die Lufthansa jetzt von nun an kein Mercedes mehr fahren wird für ihre First-Class-Passagiere, das muss doch nach all den Jahren einen guten Grund haben. Und da hat man sich selbst
selbstverständlich bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Mühe gemacht, hat fleißig recherchiert, bei allen beteiligten Stellen mal nachgefragt. Den Artikel packe ich euch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung und, na, Klassiker, rausgekommen sind bei dieser Recherche natürlich zwei unterschiedliche Antworten. Lufthansa scheint die unterschiedlichen Mercedes-Modelle aufgrund unterschiedlicher Probleme im Alltag abgeben zu wollen. Gerade die S-Klasse in ihrer Hybrid-Version, diesem wirklich teuren Fahrzeug, so eine S-Klasse kostet neu immer über 100.000 Euro mit dieser Motorisierung, die scheint mit dem Kurzstreckenbetrieb am Frankfurter Flughafen nicht so wahnsinnig gut klarzukommen. Das Luxusauto hatte dort wohl schon häufiger Probleme beim Anlassen. Ja, gut, kann mal passieren, aber gerade auf dem Weg zur eben angesprochenen Perfektion ist das sicherlich hin und wieder mal ein bisschen hinderlich. Muss ja funktionieren, so ein gutes deutsches Kfz. Ganz ähnlich ist es wohl bei der Mercedes V-Klasse. Auch dieser Fahrzeugtyp scheint dort hin und wieder mal Probleme zu machen, scheint nicht so wirklich technisch ausgereifte elektrische Schiebetüren zu haben, aber das kann ich leider nicht beurteilen. Eventuell ja jemand von euch. Ich nehme nämlich immer den Porsche. Nee, ich war noch nie da. Naja, der Autohersteller Mercedes, der hatte wohl laut eigener Aussage ganz eigene Gründe, diesen Vertrag mit der Lufthansa jetzt schon Ende März auslaufen zu lassen. Also ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Ja, und zwar wolle man das Ganze, diese ganze Nummer, wolle man jetzt nicht mehr alleine sponsern. Denn das sollte jedem wirklich klar sein, das was da läuft, ist natürlich eine groß angelegte Kooperation zwischen der größten deutschen Fluggesellschaft und einem großen deutschen Autohersteller. Und im Idealfall ist das selbstverständlich eine Win-Win-Situation. So, und jetzt ist das mit diesem Chauffeurservice natürlich ein wirklich exklusiver Bonuspunkt, den man sich da hat einfallen lassen. Und da ist das Fahrzeug, mit dem man dann letztendlich vom Flughafen, vom Terminal zum Flugzeug gebracht wird, das ist da sicherlich nicht ganz unwichtig. Was für den Otto-Normalverbraucher vielleicht gar nicht so interessant ist, Mercedes trifft da höchstwahrscheinlich wirklich die Zielgruppe der S-Klasse und das jeden Tag aufs Neue. Hat der Besuch im wirklichen Lufthansa-Premium-Bereich schon mal als Ganzes überzeugt, als Ganzes wirklich gefallen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass diese Fahrt in der Mercedes S-Klasse vom First-Class-Terminal zum jeweiligen Flugzeug, dass das dann gerne mal ganz schnell als gute Erinnerung mit in das ganze Ereignis hineingepackt wird, mit in die ganze Geschichte mit reinzählt. Und wir können das an dieser Stelle natürlich schlecht beurteilen, aber wer weiß, wie viele Promis oder Wohlhabende oder Geschäftsleute auf einem Lufthansa-First-Class-Flug ihre Liebe zur Mercedes S-Klasse entdeckt haben. Das klingt doch gar nicht so abwegig. Der wirkliche Win, der bei dieser ganzen Sache für Mercedes dann jetzt letztendlich rausgesprungen ist, der war neben den Kosten jetzt wahrscheinlich nicht mehr so groß, wie man sich das irgendwie erhofft hatte. Das heißt, man konnte sich nach eigener Aussage mit der Lufthansa nicht über eine Fortführung der Kooperation einigen. Das heißt, Lufthansa fährt von nun an kein Mercedes mehr. Aber gut, das ist dann halt so. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, na, dann schauen wir doch einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und schauen mal, was die anderen Fluggesellschaften in dieser Hinsicht so zu bieten haben. Und da habe ich heute Morgen einfach mal so drüber nachgedacht und dachte mir, wer könnte das besser beantworten als Stefan und Dominik von Global Traveler TV. Also habe ich den beiden heute Morgen einfach mal geschrieben und obwohl die beiden gerade unterwegs sind, haben sie mir netterweise nochmal schnell eine Antwort zukommen lassen. Hallo Pascal, Grüße aus New York, wir fliegen gleich weiter. Aber deine Frage, ja, schade, dass es nicht mehr mit der S-Klasse geht, aber es geht ja immer noch mit der Swiss zum Beispiel in Zürich. Kann man sich vom Flugzeug abholen lassen in der S-Klasse und dann zur Lounge bringen lassen und zurück. Aber es gibt tatsächlich noch andere Airlines, die einen mit einem Chauffeurdienst vom Hotel oder von zu Hause abholen und zum Flughafen bringen und wieder zurück. Das gibt es ja noch und da gibt es einige Airlines, die dieses anbieten. Vielen Dank dafür. Also, nicht nur Lufthansa liefert ja anscheinend ein wirklich gutes, rundes Produkt ab, sondern auch Swiss gehört mit dazu. Aber auch dort wird man leider bald nicht mehr mit der S-Klasse fahren können, denn die gesamte Lufthansa Group gibt das Fahrzeug jetzt ab. Insgesamt sind das laut dem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ganze 108 S-Klassen, die man jetzt wieder an Mercedes zurückgeben wird. Ausgetauscht werden die Modelle hier bei Swiss ebenfalls gegen neue Porsche-Fahrzeuge bzw. gegen den VW-Bus. Das wird dann sicherlich auch ganz in Ordnung sein. Ansonsten ist das da in Zürich, genauso wie auch in München, mit diesem Limousinen-Service echt so ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Prinzipiell kann man sich aber erst einmal merken, dass jeder First-Class-Gast, der jetzt eigentlich mit dem Bus zu seinem Flugzeug fahren müsste, weil die Maschine eben auf einer Außenposition steht, dann diesen Limousinen-Service nutzen kann. Für wirklich ausnahmslos jeden Flug, ganz egal ob er am Gate steht oder auf irgendeiner Außenposition, kann man den Limousinen-Service nur nutzen am Frankfurter Flughafen im First-Class-Terminal der Lufthansa. Stefan hatte das jetzt eben aber auch schon einmal angesprochen, sehr viel verbreiteter ist ein Chauffeurservice vom Flughafen ins Hotel oder nach Hause bzw. von zu Hause vom Hotel zum Flughafen hin. Das gibt es bei vielen großen internationalen Fluggesellschaften mittlerweile, zum Beispiel bei Emirates, Etihad, Qatar Airways. Die Lufthansa-Gruppe in Form von Swiss bzw. Lufthansa selbst bietet das sogar an einigen ausgewählten Flughäfen in Großbritannien an, noch zumindest, und viele weitere Fluggesellschaften kommen mit meist regionalen Partnerschaften dazu. Und das ist auch schon so ein bisschen der Knackpunkt. Da
gibt es nämlich keinen wirklichen Standard, sondern hier haben viele Fluggesellschaften viele regionale Partnerschaften mit irgendwelchen lokalen Unternehmen. Hier sollte man sich also vor dem nächsten Flug ganz genau darüber informieren, zu welchen Konditionen man an welchem Flughafen überhaupt bis nach Hause, bis ins Hotel oder zum Flughafen selbst gefahren wird. Der Service der arabischen Fluggesellschaften bzw. der Airlines aus dem Nahen Osten, Emirates, Qatar Airways und Etihad, der ist hier aber mit Abstand noch am besten. Etihad beispielsweise bietet all ihren First- und Business-Class-Gästen, wenn sie es denn brauchen, eine Fahrt von bzw. zum Flughafen in Abu Dhabi an, von bzw. zu jedem Ort in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist schon mal eine nette Sache und es kostet auch nicht extra, man muss sich nur vorher dafür anmelden. Und natürlich, bevor wir das vergessen, hier alles selbstverständlich in hochwertigen Mercedes-Fahrzeugen. Ganz ähnlich ist es dann auch bei Emirates, die bieten mittlerweile in über 75 Städten ihren Chauffeur-Service an, mit immer dann je nach Flughafen einer entsprechenden Anzahl an Freikilometern. Auch das hier für alle First- und Business-Class-Gäste, wenn sie es dann brauchen und wenn sie sich vorher dafür anmelden. Einen wirklichen Limousinen-Service am Flughafen selbst, so wie man ihn bei Lufthansa findet, gibt es damit dann doch eher selten. Gibt es aber beispielsweise noch bei amerikanischen Fluggesellschaften, beispielsweise American Airlines und auch Delta Airlines, die haben beide eine Fahrzeugflotte an ausgewählten wenigen Standorten stationiert, um dort ihre Statuskunden von Gate zu Gate fahren zu können, bei entsprechend kurzen Umsteigezeiten. Beispielsweise am Flughafen von Atlanta, dem größten Flughafen der Welt. Dort fährt man, je nach Kooperation, auch hier gilt das wieder, dann bei American Airlines beispielsweise mit Cadillac oder bei Delta Airlines fährt man Porsche. Und nochmal ganz kurz ein Blick in den Nahen Osten. Bei Qatar Airways stehen den First-Class-Kunden 7er BMWs für den Weg zum Flugzeug zur Verfügung. Auch das ist sicherlich eine ganz nette Sache. Also ihr merkt schon, da gibt es wirklich keinen Standard. Das machen die Fluggesellschaften so, wie sie es möchten, so wie sie es den Kunden anbieten möchten und auch können. Und das ist sicherlich hin und wieder mal eine ganz nette Geschichte. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wie immer ein paar interessante Informationen mit dabei. Jetzt wünschen wir den Jungs von Global Traveler TV natürlich noch einen guten Flug. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.